Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu diesem neuen kleinen Video hier auf dem Kanal. Und wie ihr schon sehen könnt, ich habe uns etwas mitgebracht, beziehungsweise ich habe mir etwas gekauft, diese Schachtel hier. Ich kaufe nämlich gerne Schachteln und habe eine Schachtelsammlung zu Hause. Nein, natürlich nicht. Und zwar ist da drin etwas, eigentlich im Grunde ziemlich Wichtiges, aber im Grunde ist es auch wieder nur eine Anspielung auf etwas. Und zwar, wie ich im letzten Video, dem letzten Unboxing über dieses nette Video, erzählt habe, kaufe ich mir einen neuen PC, einen Gaming-PC und habe mir dazu eine Gaming-Maus gekauft. Genau, und die packen wir heute mal zusammen aus. Dazu gibt es ein neues kleines Unboxing und wir schauen uns die einfach mal an. Wer übrigens das Video von dem Mikrofon noch nicht gesehen hat, der kann es gerne unten in der Videobeschreibung angucken. Da verlinke ich das dann nochmal. Ist ganz interessant, man hört es aber im Grunde ja auch jetzt, deswegen unbedingt notwendig ist es natürlich nicht. So, und hier haben wir sie schon auch, die Skela SGM1 von Sharkoon. So sieht die aus, so sieht die Verpackung schon mal aus. Ich halte sie euch mal so hin. Genau. Und was auf jeden Fall schon mal als allererstes auffällt, ich habe das Ganze schon mal ausgepackt gehabt, ist, ich lege jetzt mal die Karten da runter, so, ist auf jeden Fall, dass schon die Verpackung, wenn man sie auspackt, ziemlich hochwertig ist und man hat hier nicht großartig viel Müllkrimskram, sondern wirklich eine solide Verpackung, schöne Verarbeitung, man hat hier das alles schön eingedruckt, eingelassen, ist nicht irgendwie nur so Plastikkram, die Box ist sehr stabil und was schon mal als erstes schönes Gadget, finde ich, zu sehen ist, ist, hier diese Klappe, die kann man aufmachen und dann sieht man hier die Maus, genau. Und diese Klappe hier, ich weiß nicht, ob man es hört, genau, die ist nämlich magnetisch. Das finde ich schon mal ziemlich cool, also man kann die auch so hinstellen. Im Grunde genommen, wer möchte, hier hat man dann auch nochmal eine kleine Beschreibung auf dieser Seite zu... Oh, da ist die Kamera etwas verwackelt. Eine kleine Beschreibung zu der Maus und ihren grundlegenden Funktionen auf jeden Fall. Und ja, wir wollen aber natürlich nicht die Verpackung heute angucken. Die ist zwar auch wirklich schön. Mal gucken, ob die vielleicht doch auch irgendwo einen Platz kriegt. Wir wollen natürlich die Maus auspacken. Und deswegen mache ich hier gerade mal an der Seite auf. Da müssen wir dann eine kleine Lasche öffnen. Und ich ziehe es jetzt mit Absicht falsch rum auf, weil sonst fällt mir das ganze Zeug runter. Hier auf der Rückseite haben wir dann nochmal in allen möglichen Sprachen natürlich grundlegende Erkenntnisse. Hier an der Seite nochmal ein schönes Bild und, genau, die Specifications haben wir hier an dieser Seite nochmal, sehr viel Chinesisch, sehr viel so spannend, vor allem auf dieser Seite, das ist alles irgendwas mit chinesischen Schriftzeichen und fragt mich doch nicht, aber darum soll es auch gar nicht weitergehen. Wir schauen uns die Maus an und bevor ich die jetzt umdrehe, erstmal hier haben wir noch ein paar Kleinigkeiten, zu denen kommen wir aber nachher, so. Jetzt aber. Genau, so sieht das Ganze dann aus und wir haben hier erstmal eine Plastikverpackung, die obendrauf, die ich erstmal entnehme und da hinten hinwerfe. Und ja, hier kommt schon die Maus zum Vorschein, wir müssen sie dann auch rausholen, hier aus diesem Loch raus, erstmal das Kabel. Ich habe die Maus gestern bereits einmal ausgepackt gehabt. Sorry für die Geräusche. Wollte eigentlich auch gestern schon ein Unboxing drehen, beziehungsweise habe sogar angefangen einzudrehen, aber es war von dem Lichtverhältnis einfach nicht wirklich geil. Und deswegen mache ich das heute einfach nochmal. So, wir haben jetzt hier die Maus. Und ich werde euch jetzt als allererstes hier etwas runtersetzen, damit ihr die Maus und nicht mich die ganze Zeit sehen müsst. Ja, Kamera. So, genau. Also, hier haben wir die Maus. So sieht das gute Stück aus. Und sie gefällt mir vom Design richtig gut, deswegen habe ich sie auch bestellt. Es gab natürlich weit andere Mäuse auch noch, die von der Leistung, es gab gute reduzierte Mäuse, die von der Leistung vielleicht auch nochmal einen Ticken besser gewesen waren. Die haben mir aber teilweise wirklich gar nicht gefallen, deswegen habe ich mir gedacht, 40 Euro, ich hole mir die. Sie gefällt mir vom Design ziemlich gut und sie hat alles, was sie braucht. Auch in der Hand, wenn man sie hält, sie liegt extrem gut. Sie lässt sich gut klicken, finde ich. Es ist jetzt nicht so, ich weiß nicht, ihr werdet es bestimmt können, was gar nicht geht, ist, wenn so Taschen sich so viel zu einfach durchklicken lassen und so total ausgenutzt sich anfühlen. Genau, das hat man hier zum Beispiel gar nicht. Und wir haben hier 5 schöne belegbare Tasten hier an der Seite, die leuchten auch, das können wir gleich mal zeigen. Verschiedene Mausradfunktionen, also klicken runter, rechts, links und rollen. Hier nochmal verschiedene Einstellungen. Und was ganz schön ist, wir haben hier unten, haben wir eine kleine Luke, beziehungsweise einen kleinen Schalter. Und wenn wir den einmal aufwippen, so, dann klappt dieses Seitenteil hier raus und wir können das entnehmen. Und ihr seht schon, genau, hier sind Gewichte drin, so sehen die aus. Und diese Gewichte kann man entnehmen, reintun, wie man es gerade Lust und Laune hat, dass die Maus dementsprechend schwerer wird und besser in der Hand liegt. Finde ich sehr cooles Feature, Gadget. Hat mir sehr gut gefallen und ja, wir werden diese Maus jetzt aber auf jeden Fall als allererstes mal anstecken. Nicht wundern, dass das Kabel übrigens, upsala, schon enthettet war. Ich habe es nämlich
So, und ihr seht schon, es macht bling bling. Ich habe es nämlich bereits enthedert gestern und ich war ehrlich gesagt zu faul, das jetzt hier zusammen zu machen. So, auf jeden Fall, ihr seht schon, sie fängt an zu leuchten hier in schönem dunklem Blau und hier seitlich weiß. Und ich habe gerade geklickt und das sieht man auch schon am Bildschirm, also sie funktioniert sofort, ist sofort einsatzfähig. Genau, so sieht das gute Stück aus. Und wir bekommen dazu noch ein paar weitere Sachen, zum Beispiel einmal diese wunderschöne Tasche hier, wo man die Maus reintun kann, finde ich schon mal sehr cool, dass das dabei ist. Dann vor allem erstmal eine Programmier-CD, Anleitungs-CD, die hier drin ist, schön klein, genau, die ist einmal dabei. Ich lege sie jetzt erstmal hier hin. Und diese Kleber, die unten an die Maus, das kann ich euch gerade mal zeigen, die kommt hier unten an die Maus hin und die sind fürs bessere Rutschen auf dem Mauspad geeignet. Die restlichen Sachen von meinem PC, sieht man das, ich lege es einfach hier, die restlichen Sachen von meinem PC muss ich mir tatsächlich noch besorgen, die bestelle ich heute und dann kommt zudem auch ein Unboxing natürlich dazu und seht im Grunde das hier einfach, ich stelle euch gerade mal wieder hoch, seht im Grunde hier als kleine Vorankündigung dazu. Ich wollte euch einfach die Maus etwas zeigen und ja, soweit sind wir eigentlich im Grunde fertig. Ich habe mal so das Äußere gezeigt. Zu den technischen Daten kommen wir dann in einem weiteren Video auf jeden Fall. Und bis dahin würde ich sagen, habt auf jeden Fall einen schönen Tag. Was ihr gerade macht, viel Spaß bei allem und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich hoffe natürlich, ihr habt Spaß dabei gehabt. Lasst ein Däumchen da, Abo da und ja, wir sehen uns auf jeden Fall bald wieder. Man sieht sich, tschö mit Ö und bye.